Warnung: Das folgende Video dient nur zu Demonstrationszwecken. Ich übernehme keine Haftung für Sach- oder Personenschäden bei Nachahmung des Versuches. Hi Leute, heute haben wir hier ein bisschen Trockeneis besorgt. Ist ein bisschen wenig drin, weil das ziemlich lange jetzt schon bei uns steht. Aber hoffentlich reicht es noch. Wir haben hier so leere Flaschen, in die wir dann Wasser und Trockeneis rein tun, zudrehen und wegwerfen. Dann PAM! Also jetzt füllen wir erstmal warmes Wasser in die Flasche rein. Das reicht schon. Dann den Deckel. Da. Hier, Deckel drauf schon mal. So. Dann nehmen wir Handschuhe mit und eine kleine Portion Trockeneis. So, okay, dann. Hier sah man wunderschön, dass die Flasche sich aufgebläht hat, doch nicht explodiert ist, da nicht genug Druck auf einmal da war. Denn Trockeneis ist unter Druck verfestigtes CO2, das minus 74 Grad Celsius kalt ist und beim Sublimieren, also gasförmig werden, ein Vielfaches seines Volumens annimmt. Daher sollte die Flasche explodieren. Wir versuchen es jetzt noch mit Steinen, die wir auf die Flasche werfen, damit durch Druck von außen die Flasche explodiert. Bitte macht dies zu Hause nicht nach. So Leute, das hier ist das Ergebnis der Flasche. Warte, wie rum ist die? Also Leute, wir haben einen kleinen Bildungsauftrag, nicht? Wenn ihr jetzt mal guckt, hier, da ist oben jetzt Eis und das ist kein Trockeneis, das ist nämlich Trockeneis umgeben von Wasser. Wenn ihr jetzt hier irgendwas in ein Steinchen nehmt oder so, können wir mal versuchen, das hier so reinzuhauen. Das ist einfach pures Eis in der Mitte, Trockeneis. Mega. So, gehen wir das da rein. Gar nicht, du musst ich warten. Hab's doch reinbekommen. Ja, das ist jetzt Eis, das heißt, es sprudelt im Wasser nicht mehr auf, aus dem Grund, dass da drumherum um das trockene Eis ist normal, das Wassereis, also Eis aus Wasser. Hey, du, direkt weg! Hier ist weg, weg, weg! Filmt die? Ja. Weiß nicht, guck! Was? Filmt sie? Filmt die? Ja! Die ist groß geworden. Ja. Hier mussten wir wieder mit einem Stein nachhelfen, dass die Flasche explodiert, da es nicht funktioniert hat. Geil! Alter! Ja, mach rein! Okay,
Komm. Alter, das war mega. Das ist geil. Ja, was war ein richtiges. Wo ist die Flasche hingeflogen? Da. Oh. Hier ist sogar Platz. Da. Jo, liegt Wasser. Also Leute, wollt ihr das nochmal sehen? Wollt ihr größer mit Kanistern? Wir haben noch so einen. Das ist so irre. Wir haben noch einen Kanister. Das heißt, guck mal, die sieht aus wie so eine große Flasche. Das war so eine kleine. Die ja, richtig, richtig aufgebläht. Okay, dann komm. Da musste man wahrscheinlich keinen Stein nehmen, da durch den Aufbau auf dem Boden wahrscheinlich genug Druck da war, damit es schon explodiert ist. Es war aber ziemlich knapp. Diesmal ohne Stein drauf! Alter, wir haben noch einen. Alter, die ist zerfetzt. Die ist unten aufgefetzt. So laut. Die ist unten aufgefetzt. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt Daumen nach oben, schreibt was in die Kommentare, was euch gefallen hat. Lasst ein Abo da. Und schaut bei uns auf. Ich habe hier kein Netz-Insta vorbei. Da. Okay, Leute, dann ciao, bis zum nächsten Video. Zerfetzt.